Es sind einige Berliner dabei, viele Freunde, Bekannte, sportlich Interessierte, sportlich Erfolgreiche. Aber wir sind in Berlin und Berlin hat einen ganz tollen Spruch. Erst fangen Sie ganz langsam an, aber dann, und das wollen wir heute gemeinsam erleben. Schönen guten Abend. Abend, ne? Ich bin der Max, Max Bendel, bin Schlagzeuger für viele Projekte in Deutschland, ganz Europa. Dietmar ist mein Kollege, Sportmediziner, betreut hier den ganzen Eiskunstlauf im Juren- und Jugendbereich. Bert Lippmann, Sportfreund von mir, Triathlet, großer Banker und jetzt Pensionär, muss ich sagen, unterstützt uns auch. Ein Hürdenläufer, was war deine schnellste Zeit? 14.01. Was ist gelaufen worden jetzt? Dagmar, du bist vom Skiverband, von Cottbus. Du hast die Fäden in der Hand, besagen. Wir arbeiten gut zusammen. Wir wollen ein großes Skiprojekt verwirklichen, besagen. Es geht weiter. Jetzt kommen wir zu den Sportteilen, besagen. Ein Sportfreund der nordischen Kombination. Die es wissen, ich habe auch nordische Kombination gemacht, war leider ein Misserfolg gewesen. Aber er hat mich mit Skiern unterstützt, besagen. Und mit seinen guten Skiern konnte ich dann bei deutschen Meisterschaften mitspringen. Andreas Langer, herzlichen Dank. Hast du mal ein Tor geschossen beim Fußball? Noch nie ein Tor geschossen, du bist ja genau, du bist in die Nationalmannschaft, Messer. Ein Applaus, Messer. Ja? Das ist mein Freund Simon, er ist Weltmeister im Ringen. Roskoschka, auch erfolgreicher Sportler, da kommen wir nochmal zusammen dann. Wir werden dann die Sapporo-Runde mal hier zusammenstellen. Ja? Thomas ist der Trainer von uns, von dem Skiverein Altenberg, hat den Vasalauf in Schweden, 90 Kilometer, 10-mal absolviert. 11-mal am Ende ist der berühmteste Bobmeister oder Bobbahn, Eismeister in der Welt, muss ich sagen. Altenberger Bobbahn ist bestens präpariert. Du bist ruhig, muss ich sagen. Rüdiger Mühlig, muss ich sagen, auch Biathlet, erfolgreicher Skiläufer. Manchmal hast du daneben geschossen, muss ich sagen. Die Olympiamedaille hast du damit verdient. Der deutsche Biathlon-Weltmeister Dieter Speer. Ist das klasse? Ist das klasse? Die hat nur 19 Meter und was geworfen und du warst schon über 21 Meter? 86. Und das war der Weltrekord. Als Sportler daneben. Dessen Sohn fährt bei der Tour de France. Tudi Geschke, muss ich sagen, ist bekannt. Muss sagen, in München waren sie im Tandem Olympia Zweite und Weltmeister wie viel Mal? Dreimal. Dreimal Weltmeister. Also, Radsport ist eine deutsche Größe. Große Klasse und wir freuen uns, dass du heute Abend das Olympiastadion in Bestform erleben wirst. Also, Jörg Stingel, einer der erfolgreichsten deutschen Bergsteiger. Wenn ich das jetzt falsch quatsche, du sagst jetzt bitte, was du gestiegen hast, welche Höhen und mit welchen Geräten? Also jede Menge 8000er, aber unser größter Erfolg im Team, muss man natürlich auch sagen, war der Everest 2001, erste deutsche Teambegehung ohne Sauerstoff. Das ist einer, er war im Bobsportverband Jahrzehnte tätig und ist einer der obersten Dopingkontrolleure. Jana ist auch eine spezielle Freundin von mir, sie ist Turnerin, Sporttherapeutin und hat auch große Jugendprojekte, Kinderprojekte mit Turnen und das ist auch eine ganz große Klasse. Weltmeister im Pentathlon, also im modernen Auch ein Seesportler, hat sich jetzt Gunnar gesagt, die Zunft Tennis hier. Gunnar, du warst wie viele Jahre Tennis? Lehrer oder? Nee, Tennis bist du doch, ne? Ja. Jetzt kommt der Mann, der Fünfkampf gemacht hat. Trainer ist für Schwimmen, Norbert Banatsch, hat Britta Steffen zweimal zur Goldmedaille. Der Chef der Bobbahn in Altenberg, seine liebe Frau. So, jetzt haben wir noch zwei Damen, eine Weltmeisterin. Im Bobsport, die erste Weltmeisterin im Bobsport. Da begrüße ich mich. Da werden Sie willkommen gesagt. Es ist toll, dass ihr von so weit auch angereist seid, von der Nordsee. Oder? Jetzt die Mannschaft, ja, fix. Ja, ein Sportler von uns hat vor kurzem beim Chris Schüler Grand Prix in Bolling seinen ersten internationalen Pokal gewonnen und wurde mit der deutschen Mannschaft Dritter im Mannschaftswettkampf und Neunter im Einzelwettkampf. We'll be right back.
gehen mal viele, viele, viele Jahre zurück. Jahre zurück, 1972, Winterolympiade. Wer war zur Winterolympiade 72? Alle ganz sehr erfolgreich. Uli holt Gold und die zwei holen zweimal Silber. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle. Was hast du damals gedacht, wo du hingefahren bist? Welche Ziele, welche Vorstellungen? Überhaupt an Medaillen gedacht? Oder hast du gesagt, okay, ich lasse es so, wie es kommt? Ja, ich bin als Vierter von vier nominierten Athleten dort gefahren. Karl-Heinz Luck, Günter Deckert und Hans Hartlepp. Ja, ich lag nach dem Springen, war ich Vierter. Und im Bus, wo wir von der Schanze nach Hause gefahren sind, war von der Sportführung war natürlich ein bisschen Enttäuschung da, wie es so damals üblich war, wenn es nur vierter Platz war. Aber es war ja immerhin eine Ausgangsposition. Unser großer Favorit war Karl-Heinz Luck, der war im Springen nicht so sehr gut. Und ich hatte im Jahr zuvor, war ich bei den Junioren-Europameisterschaften am Springen auch Vierter und dachte ich, na gut, schauen wir mal, was geht. Und geht es darum, was war denn da? Ja. Du meinst, du bist bei Olympia oder was? Ja, bei Olympia, 2017. Einzel. Ja, im Einzel. Ich habe gerade mit Horst gesprochen, es war so, wir lagen schon ganz gut im Rennen. Und auf einmal kam die Kampfrichter aus, Schluss aus. Wir haben damals auch 150 Meter entfernt mit Kreuzgewehr geschossen. Und dann hat man keine Scheiben mehr gesehen, abgebrochen. Und wir waren aber alle ein bisschen auf diesen Tag vorbereitet. Und es war eine Wettkampfvorbereitung. Und drei Tage später bei allen, was im Hans-Jörg Knaute, lief es nicht so, wie man das erwartet. Ich habe dann als Zweiter übernommen, die Staffel. Und habe liegen sehr gut geschossen, 5 Schuss, 5 Treffer. Und dann beim Stehenschießen war ich nicht ganz so. Du stehst da gerade oder läufst da gerade vorbei. Und was machst du als Sportfreund in der Situation für einen anderen Sportfreund? Ja, da muss man sagen, dass ich die ganzen Jahre, wo wir im Ausland waren und viel in der SU waren, also ich hatte immer guten Kontakt zu den Russen, weil ich, na gut, ich hatte zum Glück ein Staatsexamen mit Russischlehrer und da konnte man sich gut verständigen. Und die Russen waren ja außer den Norwegern und Finnen und Schweden damals die führende Nation mit. Und durch diesen Kontakt und ich auch privat in Novosibirsk bei Tichonov und Nomadov vorher. Und es war im Wettkampf so, da hatte er einfach Startläufer und hatte es durch Startrunden ins siebter Stelle. Und vor einer Abfahrt runter, Holzski damals noch, Skibruch, und ruft auch ganz laut, kann mir niemand helfen, ja, ich habe Skibruch. Und ich war über Wärmungsrunde, weil ich als dritter Läufer dran war in unserer Staffel. Und ich bin runter, ja, Sascha, ja, komm mal gut, ich helfe dir. Probiert, das Bindungssystem hat gepasst, da hat mein Ski genommen, da war schon markiert. Und ich bin auf dem kürzesten Weg dann wieder zur Wechselzone, habe dann meinen Ski wieder genommen. Und die Russen sind dann trotz des Missgeschicks vom Tichonov bei der Olympiasieger geworden. Zumindest in der Kombination, ja. Der Norweger Göttungsbaden, der hat in den 30er Jahren hat er zweimal gewonnen, ist aber dann auch, glaube ich, im Langlauf mal Olympiasieger gewesen. Aber in der Kombination selbst hat er es zweimal geschafft. Ich habe das Glück gehabt, in Lake Placid das nochmal zu schaffen, wobei ich dort nicht als Favorit aus meiner Position hingefahren bin. Wenn es um die ersten 6 geklappt hätte, wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber es war, wollen wir sagen, ich hatte wieder gut im Springen eine gute Ausgangsposition. Und im Laufen, muss ich ehrlich sagen, das war der einzige oder der letzte Antrieb, den ich hatte. Das ist dein letzter Wettkampf. Und ja, wenn man die Bilder sieht, die ich dort gelaufen bin, da ist von Technik nicht mehr viel übrig geblieben. Da sind die letzten 500 Meter, letzten Kilometer habe ich nur noch mit dem Arm geschoben. Es hat irgendwie den Arm wieder gereicht. Ich erinnere mich noch gut dran. Wir sind von früh bis auf den späten Nachmittag an der Schanze gewesen. Und das schien nicht mehr aufzuhören. Wir waren erst zum Training. Anschließend haben wir den Wettkampf begonnen. Dann wurde abgebrochen, dann wurde verlängert, dann wurde neu begonnen und das Ganze dreimal nacheinander. Also von direkter Wettkampfvorbereitung war nicht mehr viel übrig dann. Also die beiden in
Wie spricht man das aus? Spricht das mal wieder aus? Pyeongchang. Pyeongchang. Ja, ja. Sprichst du? Pyeongchang. Genau. Pyeongchang. Ja, also das war dramatisch pur. Wir haben das ja alles dort so original erlebt. Also Gänsehaut-Feeling ohne Ende. Francesco Friedrich ist da ein Ding souverän gezogen, muss ich sagen. So, was habt ihr jetzt gedacht? Haben wir eine Chance auf Gold oder wie waren da die Gedanken? Naja, vorher haben wir das schon gedacht, weil wir haben ja den letzten Weltcup gewonnen dieses Jahr und wir haben schon auch über Gold nachgedacht, aber nach dem ersten Lauf war uns eigentlich relativ klar, dass wir an den Tagen dort das maximale Silber ist, was wir erreichen können. Und das haben wir dann geschafft und damit waren wir dann im Endeffekt auch erstmal zufrieden. Naja, manchmal sieht es sehr gut aus, manchmal habe ich Angst, aber sie sind bemüht. Aber ich muss mal sagen, wir beide haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben ja einen gemeinsamen Rodeltrainer und der hat uns das so beigebracht, dass es im Bob dann gar nicht mehr ganz so schwer war. Also bist gut aufgehoben. Also, glaube ich auch nochmal dir. Respekt, wir sagen Weltmeister, die erste Weltmeisterin im Bobsport. Wir sagen Bobsport wird dafür dann weiter interessant. Thank you.